Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser weiteren Lektion zur Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Es geht heute um ein weiteres ganz wichtiges Thema, nämlich um die sogenannte synoptische Frage. Es geht also um die Frage, wann die ersten drei Evangelien entstanden sind, welcher Reihenfolge. Und wie man die große Verwandtschaft bei allen Unterschieden, die vorhanden sind, erklären kann. Also eine grundlegende Frage, auch schlussendlich für die Frage in Bezug auf die Auslegung der Evangelien. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass man unbedingt meine Ausführungen zu den einzelnen Evangelien zuerst mal hören sollte. Ich habe bewusst zuerst die einzelnen Evangelien behandelt, Matthäus, Markus und Lukas, in der Reihenfolge, wie wir sie vorfinden in unserem Neuen Testament. Und das sollte man nachhören, bevor man sich der synoptischen Frage zuwendet. Natürlich kann man diese Lektion auch an und für sich hören, nacharbeiten, ohne dass man die Ausführungen zu den einzelnen Evangelien vorher gehört hat, aber es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man das in dieser Reihenfolge auch nachhört, nacharbeitet. Hier die kurze Übersicht dieser Lektion. Wir werden uns erstmal mit der Geschichte des synoptischen Problems beschäftigen, dann mit Lösungsvorschlägen, mit verschiedenen Positionen, anschließend mit Textvergleichen, dann mit der sogenannten Akklutie des Markus. Akklutie heißt Nachfolge. Frage ist hier, ob Markus der Nachgefolgte ist oder derjenige, der nachfolgt. Und dann eine kurze Auswirkung, Wertung und die Folgen dazu. Ich verweise auf mein Buch Einleitung in das Neue Testament. Ja, das sollte man unbedingt auch durcharbeiten, parallel zum Nachhören. Und als Ergänzung dazu mein Buch Die Kontroversen der synoptischen Frage. Ich werde einige Textvergleiche machen, die ich farblich dargestellt habe, und zwar genommen aus diesem Buch Kontroversen der synoptischen Frage, wo ich 6 entsprechende Textvergleiche mache. 6 Texte in der zweiten Auflage, in der ersten Auflage waren es noch 4. Also bestellen Sie die Bücher. Hier sehen wir kurz einmal die Problematik oder ja, was die Ausgangslage ist. Und zwar geht es hier um die Verwandtschaft. Nach der Darstellung auf der linken Seite sehen wir, wie die synoptischen Evangelien miteinander verwandt sind, wenn es um Inhalte geht. Und rechts sehen wir, wie sie verwandt sind, wenn es um einzelne Begriffe geht. Da sieht das Verhältnis ganz anders aus. Das muss man unbedingt auch mit berücksichtigen, was oft zu wenig der Fall ist, was zu wenig geschieht. Also jetzt links. Da sehen wir die sogenannte Triplex Traditio. Das ist die sogenannte dreifache Überlieferung. Und zwar, wenn ein Text, ein Abschnitt bei Matthäus, Markus und Lukas vorhanden ist. Nach der sogenannten Zweiquellentheorie haben Matthäus und Lukas in diesem Fall von Markus abgeschrieben oder sind von Markus abhängig. Wir sehen, dass bei Markus 76% dazu gehört, also die Mehrheit des Textes bei Markus. Bei Lukas sind es 41% und bei Matthäus sind es 45%. Ja, dann sehen wir noch bei Markus, dass 18% zusätzlich mit dem Matthäus-Evangelium übereinstimmt und 3% zusätzlich mit dem Lukas-Evangelium. Das heißt, Markus hat nur 3% von den Abschnitten, die nicht weder bei Matthäus noch bei Lukas erscheinen. Das kurz zu dieser Übersicht. Wie gesagt, wenn wir die einzelnen Begriffe anschauen, dann sieht das Verhältnis ganz anders aus. Das sehen wir auf der rechten Seite. Und zwar hat Markus 47% Sondergut, wenn man die einzelnen Begriffe betrachtet, die einzelnen Wörter. 3% ist, wenn man die Textabschnitte vergleicht.
47% ist das Markus-Sondergut in Bezug auf die einzelnen Wörter. Da sieht das Verhältnis also total anders aus. Das muss mit berücksichtigt werden. Nochmal zu diesem Schema auf der linken Seite. Da unten sehen wir den Begriff Duplex Traditio, also auf Englisch hier. Das ist die sogenannte doppelte Überlieferung. Und zwar geht man davon aus, wenn Matthäus und Lukas übereinstimmen, aber dieser Abschnitt nicht bei Markus zu finden ist, dann haben sie den Abschnitt aus Q übernommen. Und heute gehen viele davon aus, dass Q, das Deuteromarkus, der Matthäus und Lukas als Vorlage gedient hat, schon Q eingearbeitet habe. Also unser Markus-Evangelium, wie wir es heute im Neuen Testament vorliegen haben, hat Q noch nicht eingearbeitet, aber dieses Markus-Evangelium wurde dann in Anführungszeichen verbessert und daraus ist dann Deuteromarkus entstanden. Und Deuteromarkus hat Q schon eingearbeitet. Darum Duplex Traditio, die doppelte Überlieferung. Sie stammt aus Q und ist auch in Deuteromarkus vorhanden. Hier doppelt überliefert durch Matthäus und Lukas. Ja, diese Darstellung habe ich von Fridolin Janssen erhalten. Er hat sich sehr intensiv und jahrelang mit der Frage beschäftigt. Er hat mir gesagt, dass er mehrere tausend Folien erarbeitet hat, die er auch irgendwie publizieren möchte. Nur kurz, diese Folie zeigt, wie komplex das Verhältnis zwischen den Evangelien ist. Und Fridolin Janssen hat damit auch bestätigt, dass Markus 47% des Wortschatzes als Sondergut hat. Das heißt, der Wortschatz von Markus ist sehr weitgehend von den anderen Evangelien unabhängig. Bruce geht auf die Problematik ein oder auf die Ausgangslage und betont, dass das Markus-Evangelium lediglich 31% Sondergut enthalte von 666 Versen. Bei Matthäus sind es 300 Verse Sondergut von 1068 Versen. Und bei Lukas sind es 550 Verse Sondergut bei 1149 Versen insgesamt. Wie viele Verse ein Evangelium insgesamt hat, hängt natürlich immer von der Textvariante ab, zum Beispiel in Bezug auf den langen Markusschluss und so weiter. Eichhorn betont 1794, Zitat, entweder haben sich die drei Evangelisten untereinander gebraucht oder sie hängen von einer gemeinsamen Quelle ab. Und das ist die Frage, wie das die Verwandtschaft erklärt wird. Diese zwei unterschiedlichen Ansichten stehen bis heute im Vordergrund bei der Erklärung. Ja, es gibt auch andere Erklärungen, aber diese zwei stehen da im Vordergrund. Wir werden uns noch etwas näher damit beschäftigen. Seit 1838 geht man von der Zweiquellentheorie aus, beziehungsweise immer mehr haben dann diese Sicht übernommen, obwohl sie in den letzten 30, 40 Jahren doch auch immer stärker hinterfragt wurde, die sogenannte Zweiquellentheorie. Aber ab 1838 hat sie sich zuerst mal doch breit durchgesetzt, auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Demnach hat Markus zuerst geschrieben und neben Markus gab es noch Q, eine Spruchsammlung oder Logenquelle. Matthäus und Lukas haben beide unabhängig voneinander Markus und Q verwendet und sind also in dem Sinn von diesen zwei Quellen abhängig. Darum die Zwei-Quellen-Theorie oder Markus-Hypothese auch genannt, weil Markus demnach das älteste Evangelium ist. Die Geschichte des synoptischen Problems in der alten Kirche ist zum Beispiel Eusebius, der Clemens Alexandrinus zitiert. Clemens Alexandrinus schrieb im 2. Jahrhundert nach Christus, in der zweiten Hälfte.
Und Clemens Alexandrinus ging davon aus, dass die Evangelien mit den Genealogien zuerst geschrieben wurden und dann Markus. Das heißt, Matthäus und Lukas wurden demnach vor Markus geschrieben. Die breite Sicht, dass Matthäus zuerst schrieb, offensichtlich vertrat das auch Irenäus, ein Großschüler vom Apostel Johannes. Und demnach wurde Matthäus zuerst geschrieben, Johannes am Schluss. Markus wird hier vor Lukas genannt. Ob Irenäus davon ausgeht, dass Markus vor Lukas geschrieben hat, das ist damit nicht gesagt. Das kann sein, dass er davon ausgeht. Vielleicht war das bei ihm auch kein Thema, dass er das darüber gar nicht so nachgedacht hat. Hat Markus vor Lukas oder Lukas vor Markus geschrieben? Auf jeden Fall nahm Clemens Alexandrinus ja schon vor Irenäus, ein bisschen vor Irenäus schon an, dass Lukas offensichtlich vor Markus geschrieben hat und auch Matthäus. Also die einheitliche Sicht lautet, Matthäus schrieb zuerst, Johannes am Schluss und dazwischen Markus und Lukas. Eusebius bzw. Origenes ist der Erste, soweit ich sehe, der ausdrücklich betont, dass Markus vor Lukas geschrieben hat. In dieser Reihenfolge, wie sie dann auch von Augustinus vertreten wurde, nämlich Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in der Reihenfolge, wie wir sie heute in unserem Neuen Testament vorliegen haben. Eusebius, der ja sehr intensiv nachgeforscht hat, betont ebenfalls, dass Matthäus zuerst schrieb, und zwar unter Hebräern für Juden, für Hebräer, auf Hebräisch, so auch die alte Kirche im 2. Jahrhundert nach Christus, nachdem nachher erwähnt er Markus und Lukas nebeneinander, ohne zu sagen, welcher Reihenfolge sie geschrieben hat. Und dann betont er, dass Johannes geschrieben hat, also Johannes am Schluss. Zur vor- bzw. außersynoptischen Lösung. Es gibt da verschiedene Vorschläge, wie man dieses Problem lösen sollte. Johannes Chrysostomus betont um 400 nach Christus, dass die Evangelisten nicht zusammenkamen, um sich untereinander abzusprechen. Das heißt, sie sind in dem Sinn nicht voneinander abhängig, sondern haben unabhängig voneinander geschrieben. Durch Lessing und Eichhorn wurde die Urevangeliumshypothese vertreten. Sie besagt, dass die Evangelien, wie wir sie vorliegen haben, auf einem aramäischen Urevangelium basieren, dem sogenannten Nazarener-Evangelium. Durch Heinrich Paulus und Schleiermacher wurde die Fragmenten- oder Diegesen-Hypothese vertreten. Sie besagt, dass die neutestamentlichen Evangelien das Endstadium eines Sammelprozesses von Einzelerzählungen sind. Dann gibt es die Traditionshypothese von Herder und Gieseler vertreten. Sie besagt, dass es erst ein mündliches Urevangelium gab und dieses mündliche Urevangelium ist demnach der Prozess, das Ergebnis eines Verkündigungsprozesses. Also man hat das Evangelium von Jesus verkündigt, dann gab es ein mündliches Urevangelium, also das Evangelium wurde quasi in eine gewisse Form geprägt und dieses mündliche Urevangelium war dann die Vorlage für die Entstehung, bei der Entstehung der drei synoptischen Evangelien. Herder meint dazu, ein Gesetz wird geschrieben, eine fröhliche Botschaft wird verkündigt, Evangelium heißt frohe Botschaft. Neuere Vertreter sind Boreike, er wirkte in Basel, beziehungsweise Armin Daniel Baum mit seinem Werk Der mündliche Faktor, unter anderem mit diesem Werk, also ein heutiger Vertreter. Zu den innersynoptischen Lösungsvorschlägen. Zuerst zur Griesbachschen Theorie oder zur sogenannten Benutzungshypothese, aber vorher zuerst mal zurück zu Augustinus. Er vertrat, wie schon Origenes, am Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus die Reihenfolge Matthäus, Markus, dann Lukas. Griesbach ging um 1789 davon aus, dass Matthäus und Lukas
zuerst geschrieben wurden und dann Markus. Markus hat sozusagen Matthäus und Lukas zusammengefasst. Diese Reihenfolge haben wir grundsätzlich schon bei Clemens Alexandrinus in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Also die Theorie, dass Lukas und Matthäus vor Markus schrieben, ist also, wie wir sehen, sogar älter als die andere Reihenfolge Matthäus, Markus, Lukas. Owen hat diese Theorie vertieft und er meint, das Markus-Evangelium sei eine kompilatorische Verkürzung von Matthäus und Lukas. Das Problem ist, dass Markus lediglich als eine Verkürzung von Matthäus und Lukas gesehen wird. Das ist sicher so nicht treffend, obwohl die Reihenfolge sehr korrekt ist, wofür sehr vieles spricht, nicht nur die alte Kirche, sondern auch viele Vergleiche, wie wir noch sehen werden. Vertreter dieser Theorie war zum Beispiel Ferdinand Christian Bauer oder David Friedrich Strauss. Interessanterweise etwa zwei, drei Jahre vor der Entstehung der sogenannten Zweiquellentheorie, das war 1838. Schleiermacher selbst, der die Vorlage geliefert hat für die sogenannte Zweiquellentheorie, war ein Vertreter der Fragmentenhypothese. Also dass es zuerst mal verschiedene Fragmente gab und diese Fragmente oder die Gäsen-Erzählungen, die Lukas in Kapitel 1, 1 bis 4 erwähnt, dass diese Fragmente die Vorlage für die Entstehung der Evangelien waren. Schleiermacher hat dann allerdings die Vorlage für die Zweiquellentheorie geliefert, und zwar indem er den Ausdruck Talogia bei Papias nicht auf das Matthäusevangelium bezogen hat als Ganzes, sondern auf Aussprüche Jesu. Talogia heißt, heißt wörtlich etwa die Aussprüche. Logia, Logion ist die Verkleinerungsform von Logos. Also die Aussprüche des Herrn hat Matthäus aufgeschrieben, obwohl diese Deutung offensichtlich falsch ist, wie wir gesehen haben, und so heute auch nicht allgemein akzeptiert wird, ist doch die Schlussfolgerung, dass daraus, was daraus geworden ist, ist doch lange doch sehr stark akzeptiert worden. Die Auswirkungen haben wir bis heute. Papias betont, dass Matthäus Talogia des Herrn, die Aussprüche des Herrn geschrieben hat, wie wir sehen im Zusammenhang mit Markus, meint Papias damit das ganze Evangelium und bezieht sich damit auch auf das, was Jesus getan hat und nicht nur, was er gesagt hat. Dann kommt noch der Philologe Karl Lachmann ins Spiel. Er veröffentlichte 1835 die These, dass Matthäus und Lukas innerhalb des mit Markus gemeinsamen Stoffes nur so weit übereinstimmen, als sie mit Markus übereinstimmen. Zitat von Schnelle: Weichen sie von Markus ab, geht jeder eigene Wege. Daraus wird heute immer wieder die Markus-Priorität gefolgert. Lachmann hat allerdings nicht gefolgert, dass Markus zuerst schrieb, sondern dass die Reihenfolge bei Markus ursprünglich sei. Das ist lediglich die Folgerung, die der Philologe Karl Lachmann gezogen hat. David Friedrich Strauss vertrat um 1835, also zur Zeit von Lachmann, die These, die neutestamentlichen Evangelien seien Mythen, aber er vertrat noch die Matthäus-Priorität. Dann haben Wilke und Weiße unabhängig im Jahr 1838 die Markus-Priorität behauptet. Sie gingen also beide davon aus, dass Markus als kürzeres Evangelium zuerst geschrieben wurde. Dahinter steckt sicher auch die Philosophie von Hegel, dass alles, was ausführlicher ist, vielleicht auch komplexer ist, sich später entwickelt hat. Diese Sicht hat Ferdinand Christian Bauer stark geprägt, wobei wir heute wissen, dass seine Datierung des Johannesevangeliums falsch war.
Aber das war die Philosophie von Hegel, die hier auch eine zentrale Rolle spielte demnach. Wilke ging von der Markus-Priorität aus. Und da stellt sich die Frage, was ist mit den Überhängen bei Markus, also mit Texten, die Markus hat, die weder bei Lukas noch bei Matthäus erscheinen. Und er meint, das sind einzelne Interpolationen oder Eliminationen. Interpolationen heißt Einfügung und Elimination heißt Auslassungen. Dass die Speisungsgeschichte sei zum Beispiel später bei Markus eingefügt worden, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium übernommen. Also ja, also doch hat Markus später dann von Matthäus Gebrauch gemacht, obwohl Matthäus ja Markus verwendet haben soll. Weisse ist dann der eigentliche Begründer der Zweiquellentheorie, und zwar vertrat auch er die Markus-Priorität. Markus hat zuerst geschrieben. Und daneben nimmt er noch die Logienquelle von Schleiermacher als Grundlage. Matthäus und Lukas haben demnach neben dem Markus-Evangelium auch Q, die Logienquelle, verwendet oder die Spruchquelle. Stellt sich die Frage, was ist dann mit dem gemeinsamen Stoff bei Matthäus und Lukas gegen Markus, wenn dieser gemeinsame Stoff nicht aus einer Rede besteht, dazu ein Zitat von Weisse: Sie sind das einzige Beispiel aus jener Quelle, die sonst nur Aussprüche des Herrn zu geben verhieß und, wie wir finden werden, auch durchgehend gegeben hat. Geschöpften Rede eines anderen als eben des Herrn. Also doch beinhaltet Q demnach Texte, die Ereignisse Jesu darstellen und nicht nur reden. Weisse hat dann später seine These korrigiert im Jahr 1856, und zwar sprach er nun von einem Ur-Markus, das Matthäus und Lukas als Vorlage diente. Heute geht man eher allgemein von einem Deutro-Markus aus. Wir werden uns noch damit beschäftigen. Hier kurz die Übersicht der Zweiquellentheorie. Markus und die Logienquelle dienten Matthäus und Lukas unabhängig als Quelle, und daneben gibt es das sogenannte Sondergut von Matthäus und das Sondergut von Lukas, wobei nicht klar ist oder das unterschiedlich gesehen wird, ob dieses Sondergut in einer schriftlichen Quelle vorlag oder ob es mündlich überliefert wurde. Man kann das ja nicht überprüfen. Verschiedene Positionen und Lösungsvorschläge. Ich möchte zuerst mal das Problem darstellen oder eines der wichtigen Probleme, die damit verbunden sind mit der Zweiquellentheorie. Das sind die sogenannten Minor Agreements, das heißt die kleineren Übereinstimmungen, hier orange markiert, zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus. Also Enolat und Fuchs sprechen sogar von etwa 1000 Minor Agreements, sogenannte kleinere Übereinstimmungen. Das heißt also, wenn Matthäus und Lukas beide unabhängig von Markus abgeschrieben haben, wie die Zweiquellentheorie eigentlich sagt, sie haben unabhängig voneinander Markus benutzt. Warum haben sie dann an etwa 1000 Stellen den Markus-Text verändert, etwas verändert, entweder etwas hinzugefügt oder etwas weggetan oder ein Wort ersetzt mit dem gleichen Wort, das, wie es hier der Fall ist? Heißt Matthäus, umgekehrt, Markus schreibt zum Beispiel von einem Gebäude und Matthäus und Lukas sprechen beide, obwohl sie Markus als Vorlage benutzt haben und unabhängig voneinander schreiben, sprechen von einem Haus statt von einem Gebäude. Hier ist es der letzte Vers, wo zum Beispiel Matthäus schreibt: Hysteron de Panton ab eternen hegynae. Es geht um die Sadduzier, die zu Jesus kommen und fragen, wessen Frau wird dann die Frau sein bei der Auferstehung. Und hier lesen wir als letztes: Von allen starb die Frau. So bei Matthäus. Bei Lukas heißt es: Hysteron kai hegynae ab eternen. Als letztes starb die Frau. Als letztes starb auch die Frau. Bei Markus lesen wir Eschaton panton kai hegynae ab eternen.
Als letztes von allen starb auch die Frau. Entschuldigung, jetzt habe ich Hysteron auch gleich übersetzt. Hysteron heißt eigentlich später. Später starb auch die Frau. Und Hysteron lesen wir bei Matthäus und bei Lukas, aber bei Markus lesen wir dann Eschaton. Als letztes denkt man Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Markus hat hier also ein anderes Wort für als letztes oder später, während Panton von allen Markus mit Matthäus übereinstimmend hat und denn die letzten Worte Kai Hegynä abethanen, auch die Frau starb, das steht bei Markus im Einklang mit Lukas. Hysteron stellt hier also eines der sogenannten Minor Agreements dar, der sogenannten kleineren Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus. Diese wurden in den letzten 30, 40 Jahren intensiv untersucht und haben gezeigt, wie problematisch die Zweiquellentheorie ist. Allerdings wurden die kleineren Übereinstimmungen zwischen Markus und Matthäus gegen Lukas und zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus da wenig beachtet, wenn überhaupt. Und dann, wenn man diese Übereinstimmung noch mit berücksichtigt, ist das Problem nochmals viel komplexer. Viel komplexer. Ebner sagt, die Minor Agreements seien die größte Schwäche der Zweiquellentheorie. Sie dürften eigentlich gar nicht vorkommen. Gleichwohl meint Udo Schnelle, dass die Zweiquellentheorie nach wie vor die Hypothese sei, Zitat, die mit dem geringsten Widerstandsgrad die meisten Phänomene erklärt. Nun, das ist eine Geschmackssache, meine ich. Wenn man vieles ausblendet, dann kann man das so behaupten, wie Schnelle das hier tut. Da muss man aber vieles ausblenden. Vieles wird eben nicht erklärt, ganz im Gegenteil, vieles kann so nicht erklärt werden. Das ist meine feste Überzeugung, wie ich noch darlegen möchte. Ulrich Lutz betont, wer die Zweiquellentheorie in Frage stellen will, muss einen Großteil der seit 1945 geleisteten redaktionsgeschichtlichen Forschung an den Synoptikern widerlegen, was, Zitat, ein wahrhaft mutiges Unterfangen wäre, das mir weder nötig noch möglich zu sein scheint. Gut, also mutig sollte man immer sein, natürlich immer auch vernünftig realistisch, aber nicht einfach gewisse Probleme ausblenden. Und ein Student, ein Doktorand von Lutz, es ist Andreas Ennulert, der hat sich sehr intensiv den sogenannten Minor Agreements zugewandt. Wir kommen noch darauf zurück. Und er hat vieles damit auch, meine ich, in Frage gestellt. Die sogenannten Minor Agreements werden zum Teil weitgehend vielleicht auch im deutschsprachigen Raum heute durch die Deutromarkus-These vertreten, konsequent bei Albert Fuchs so der Fall. Wir kommen darauf zurück. Das heißt, mit anderen Worten, Matthäus und Lukas haben nicht unser heutiges Markus-Evangelium als Vorlage verwendet, sondern ein späteres, überarbeitetes Markus-Evangelium, das dann allerdings verloren gegangen ist. Die Major Agreements sollten auch beachtet werden. Da geht es nicht nur um einzelne Begriffe, die übereinstimmend vorhanden sind zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus, sondern es geht hier um größere Einschübe. Also vom Aufbau Markus-Evangelium gegen Matthäus und Lukas. Ja, wir beschäftigen uns jetzt zuerst mal mit Alternativen zur Zweiquellentheorie, obwohl Albert Fuchs nicht wirklich eine Alternative darstellt, aber er versucht sie zu korrigieren mit der Deutromarkus-Hypothese. Albert Fuchs wird oft ignoriert in seiner Forschung. Ich denke, dass er schon auch mancher Hinsicht sicher einseitig ist, aber doch vieles auch treffend sieht. Und von daher sollte man solche Ausführungen nicht einfach ignorieren, sondern konstruktiv damit umgehen, schauen, was kann man annehmen und was kann man eben nicht annehmen.
Ich fasse mich kurz zusammen. Fuchs meint, man muss die Zweiquellentheorie korrigieren. Er spricht hier von einer babylonischen Gefangenschaft der deutschsprachigen Exegese, weil sie immer noch einfach einseitig von der Zweiquellentheorie ausgeht. Man muss sie dahin korrigieren, dass man von Deuteromarkus ausgeht, und Fuchs meint, Deuteromarkus erkläre alle Probleme. Der Minor Agreements zum Beispiel, indem man sagt, die Deuteromarkus hat Q schon eingearbeitet und Deuteromarkus wurde verbessert und diese verbesserte Vorlage diente Matthäus und Lukas. Ja, überspringen wir diese Zitate. Vielleicht sind sie auch unnötig, vielleicht nicht ganz unnötig, aber eine Korrektur braucht es ganz sicher. In Bezug auf die Forschung von Udo Schnelle meint Fuchs, der Irrtum in der Analyse des Verfassers beginnt wie bei mehreren anderen Autoren mit einer grundlegenden falschen Vorstellung von den Agreements und Hand in Hand damit mit der Übernahme einer sehr verbreiteten, aber unzutreffenden und radikal in die Irre führenden Maxime der synoptischen Forschung, dass Matthäus und Lukas innerhalb des mit Markus gemeinsamen Stoffes nur so weit übereinstimmen, als sie mit Markus übereinstimmen. Diese letzte Betonung hier ist richtig, das sehe ich genauso. Schnelle betont das sehr stark, von Lachmann übernommen. Hat Schnelle diese These, aber er verwendet sie anders als Lachmann. Lachmann hat daraus nicht die Markus-Priorität gefolgert, nur dass die Reihenfolge bei Markus ursprünglich sei, und Schnelle folgert daraus, dass Markus zuerst geschrieben haben muss. Das Gegenteil ist der Fall, meine ich, wenn man genauer hinschaut. Ja, überspringen wir das alles, was er sagt zu Breuer und da Silva, zu ihren Einleitungen, und kommen dann zu Enulats Forschung. Enulat war, wie gesagt, ein Doktorand von Ulrich Lutz in Bern. Er hat sich intensiv dem sogenannten Minor Agreements zugewandt, hat seine Forschung publiziert im Jahr 1994. Er macht folgende Beobachtungen. Minor Agreements gibt es in allen Abschnitten durchgehend und relativ gleichmäßig. Negative Minor Agreements gibt es Markus Sondergut. Negative Minor Agreements sind übereinstimmende Auslassungen. Also übereinstimmend haben Matthäus und Lukas ein Wort zum Beispiel von Markus weggelassen. Das Verhältnis zwischen positiven und negativen Minor Agreements nahezu ausgeglichen. Positive Agreements, Minor Agreements sind Hinzufügungen. Das Fazit von Enulat ist das vorläufige Fazit: die kleinen Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas im ihnen gemeinsamen Markusstoff gegen den Markustext weisen als ein durchgehendes literarisches Phänomen deutlich auf eine vor Matthäus-lukanische Markus-Bearbeitung hin, also darauf hin, dass Deuteromarkus von Matthäus und Lukas als Vorlage benutzt wurde. Allerdings, wenn man genauer hinschaut zu Enulat, dann stellt sich die Frage, wie viel ist dann wirklich durch Deuteromarkus erklärbar? Und das Ergebnis doch recht ernüchternd, finde ich. 3% ist fast sicher nicht so erklärbar, 6% eher nicht, 42%, das ist der größte Teil, liegt in der sogenannten Grauzone, 90% eher, ist eher durch Deuteromarkus erklärbar, 20% gehen Richtung Tendenz Deuteromarkus, deutliche Tendenz, 6% sehr deutlich in diese Richtung und 4%, nur 4%, ist durch Deuteromarkus klar erklärbar. Das Ergebnis ist doch sehr ernüchternd. Zusammenfassend heißt das bei Enulat, bei einer vergröbernden Zusammenfassung der Zahlen ergibt sich, dass etwa 60%
der Matthäus-Lukanischen Übereinstimmungen der sogenannten Grauzone zuzuordnen sind, 10% eher nicht und 30% mehr oder weniger deutlich auf der Basis einer Matthäus und Lukas gemeinsam vorliegenden Markus-Bearbeitung zu erklären sind. Das heißt, nur 30% sind mehr oder weniger deutlich durch die Deutro-Markus-Hypothese zu erklären. Der Rest eher nicht oder gehört der Grauzone zu oder gar nicht. Zur Auswirkung dieser Erkenntnis meint Enulat, Auswirkungen hat damit das Ergebnis dieser Untersuchung vor allem für die Exegese der Matthäus- bzw. lukanischen Parallelen, die im Bereich der Matthäus-lukanischen Übereinstimmung gegen den Markus-Text wesentlich differenzierter und vorsichtiger interpretiert werden müssen. Was heißt das konkret? Allgemein geht man in der sogenannten historisch-kritischen Exegese davon aus, dass Matthäus zum Beispiel von Markus abgeschrieben hat, beziehungsweise Markus Matthäus als Vorlage diente und dann, wenn Matthäus etwas nicht erwähnt, das bei Markus erwähnt wird, oder wenn mit Matthäus etwas hinzugefügt hat, dann stellt sich die Frage, warum hat Matthäus das weggelassen, warum hat Matthäus das hinzugefügt? In Bezug auf gewisse Abschnitte meint Enulat nun, man sollte hier vorsichtiger interpretieren. Ich meine, das ist eine ganz große Weisheit, die man allgemein anwenden sollte, dass man überhaupt nicht so Exegese betreiben sollte, dass man nicht spekulieren sollte, warum hat Matthäus was weggelassen von Markus, warum hat Matthäus das hinzugefügt oder Lukas. Das ist aus meiner Sicht nicht saubere Exegese, sondern stark Spekulation und damit sollte man sehr vorsichtig umgehen. Stolt, der doch auch weitgehend ignoriert wird, der doch sehr intensiv die sogenannten Minor Agreements untersucht hat in seiner Geschichte und Kritik der Markus-Hypothese. Ich zitiere ihn nur ganz kurz, betont, das zweite Evangelium besitzt nicht die Priorität vor Matthäus und Lukas und ist nicht ihre Quelle gewesen. Daher lautet das Resultat unserer kritischen Überprüfung, die Markus-Hypothese ist falsch, falsch nach Anlage, Durchführung und Ergebnis. Also ich meine, dass man, wenn man genauer hinschaut, dem zustimmen muss. Wir tun das noch, wir schauen noch genauer hin. Martin Hengel ist einer, der sich kritisch mit der Zweiquellentheorie aussetzt. Ein Tübinger Neutestamentler, der 2015 verstorben ist. Er betont grundsätzlich die Zuverlässigkeit der neutestamentlichen Überlieferung. Die Evangelienüberschriften sind nach ihm ursprünglich. Und der Name gehört von Anfang an dazu. Zum Matthäus-Evangelium gehört zum Beispiel von Anfang an der Name Matthäus. Zur Deutro-Markus-These äußert er sich, oder zur Ur-Markus-Hypothese, dass sie beide völlig unnötig sind. Ein Zitat, die im Ganzen trotz der unzähligen Varianten doch relativ zuverlässigen Textüberlieferung enthält keine Rechtfertigung für eine derartige Hypothese. Ja, das ist ja eine Hypothese bis heute. Q ist also eine rein erfundene Hypothese, das heißt, es gibt keine Belege dafür. Zur Reihenfolge, wie wir sie bei Irenaeus möglicherweise vorfinden, äußert sich Hengel. Und zwar setzt Irenaeus um 180 nach Christus sehr wahrscheinlich die Matthäus-Priorität voraus. Dann erwähnt er Markus und Lukas und dann Johannes. Also möglicherweise, vielleicht, wissen wir nicht genau, ob dann Irenaeus davon ausging, dass Markus vor Lukas schreibt. Vielleicht war das bei ihm auch einfach kein Thema. Aber er scheint deutlich von der Matthäus-Priorität ausgegangen zu sein. Hengel äußert sich grundsätzlich zustimmend, sagt, dass Irenaeus weitgehend auch die Erinnerung ganz sicher richtig hier auf abgerufen hat. Mit der Ausnahme, dass die Matthäus-Priorität so nicht
nicht angenommen wird von Martin Hengel. Also sonst sei Irenaeus doch zuverlässig. Ich meine, auch in der Matthäus-Priorität ist Irenaeus zuverlässig und das ist die große Übereinstimmung der ganzen alten Kirche, nicht nur bei Irenaeus. Sehr wahrscheinlich sogar angefangen bei Papias, einem Schüler und Hörer des Apostels Johannes, der wohl so um 110 nach Christus etwa sein Werk geschrieben hat. Hengel datiert die Evangelien so, Markus um 70, Lukas um 75 bis 80 und Matthäus zwischen 90 und 100, also recht spät Matthäus. Matthäus hat nicht nur Markus als Vorlage benutzt, sondern auch Lukas demnach. Ja, das habe ich schon gesagt, dass der Name Matthäus von Anfang an zum Evangelium gehört, zu Martin Hengel. Die Überschriften sind nach ihm ursprünglich. Q wird nicht grundsätzlich verworfen, also Quellen, nicht eine Quelle, meint Hengel, habe es gegeben, sondern verschiedene Quellen. Q ist nicht rekonstruierbar. Verschiedene Logienquellen gibt es, demnach aber kein geschlossenes Evangelium, da nicht einzusehen sei, so Hengel, Zitat, dass es ein in sich geschlossenes Evangelium, das vom Auftreten des Täufers bis zur Schilderung der Parousie des Menschensohnes reicht, der Wiederkunft Jesu, ohne jeden Hinweis auf Jesu Kampf in Jerusalem, seine Passion und Auferstehung gegeben haben soll. Also Q hätte da damit nichts zu tun gehabt, nichts berichtet über Jesu Ende in Jerusalem und Jesu Auferstehung. Das kann Hengel sich zu Recht nicht vorstellen. Matthäus hat sich demnach an Markus und Lukas angewandt. Es gibt andere Forscher, die in die gleiche Richtung gehen. Deuteromarkus ist eben nicht nötig. Ein weiteres Zitat von Hengel. Man sollte daher vor allem nicht mehr versuchen, die Existenz von verschiedenen, ja grundsätzlichen Redaktionsgeschichten oder von Gemeinden, von Q und ihnen entsprechende Theologien zu erfinden und darauf weitere Hypothesen über die Geschichte des Urchristentums aufzubauen. Wenn man neue Hypothesen auf älteren errichtet, kommt man der Wahrheit schwerlich näher. Das heißt, mal Mut haben, ältere Fehler grundsätzlich zu korrigieren und nicht auf älteren Fehlern einfach neue Hypothesen aufzubauen. Ich denke, auch das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis, die den Mut dazu fehlt, uns Wissenschaftlern allerdings manchmal. Noch kurz zu David Flusser. Er war ein jüdischer Religionstheologe und Philosoph, der sich sehr stark mit den neutestamentlichen Evangelien beschäftigt hat. Er ist 2004 verstorben. Einzelne Schriften wie seine Entdeckungen im Neuen Testament, zwei Bände sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Seine These lautet, wer nicht genügend über hebräische Sprachkenntnisse und Kenntnisse der jüdischen Bräuche zur Zeit Jesu verfügt, verfehlt unweigerlich den richtigen Forschungsansatz. Insbesondere bewirkt diese Erkenntnis eine übertriebene Bevorzugung des Markus-Evangeliums. Flusser betont, dass das Markus-Evangelium viel griechischer und volkstümlicher sei als zum Beispiel das Lukas-Evangelium und er meint deswegen, das Lukas-Evangelium sei zuerst geschrieben und er liefert auch sehr wichtige Gründe, warum Lukas vor 70 geschrieben haben muss, nämlich zum Beispiel die Parole Erlösung für Zion, oder Freiheit Zions, die von den Seloten geprägt wurde, also in Münzen geprägt wurde. Und wenn Lukas von der Erlösung Jerusalem spricht, Lukas 2, Vers 38, dann bedeutet das, wenn man dieses nach 70 geschrieben hätte, dass man diese Aussage selotisch hätte lesen müssen. Und das will ganz Lukas ganz sicher nicht. Dann kurz zu Daniel Armin Baum, zu seinem Werk Der mündliche Faktor.
Seine These lautet, um dem Verhältnis zwischen den synoptischen Evangelien des Neuen Testaments in seiner ganzen Komplexität historisch gerecht zu werden, ist der Einfluss eines mündlichen Faktors bzw. eines Gedächtnisfaktors wesentlich höher zu veranschlagen, als gemeinsam angenommen wird. Baum versucht diese These nun zu belegen. Er untersucht Analogien aus der Umwelt, Josephus, Alexanderroman, das Alte Testament, die Parallelen zwischen den Chronikbüchern und auf der einen Seite und den Samuelbüchern bzw. Königebüchern auf der anderen Seite. Er untersucht die Gedächtnispsychologie, wie man auswendig lernt. Das ist sicher ein ganz wichtiger Faktor, um diese Überlieferung zu verstehen, dass man damals sehr viel auswendig gelernt hat, ganze religiöse Schriften wie den Talmud später. Also, und dass Juden ein gutes, sehr gutes Gedächtnis hatten, steht außer Frage. Also, man hat sich ganze Texte auswendig eingeprägt und es spielt sicher nicht eine unwesentliche Rolle. Ein vorläufiges Ergebnis bei Baum lautet, Matthäus und Lukas haben den nur ihnen gemeinsamen Stoff weder voneinander noch aus einer gemeinsamen schriftlichen Quelle übernommen. Also achten wir genau. Matthäus und Lukas haben den nur ihnen gemeinsamen Stoff weder voneinander noch aus einer gemeinsamen schriftlichen Quelle übernommen, sondern aus derselben mündlichen Tradition geschöpft. Und auch ihr Markus-Stoff stammt nicht aus dem zweiten Evangelium, sondern wie jenes aus der mündlichen Tradition. Und das Gesamtergebnis schlussendlich auf Seite 397 lautet, sämtliche Einzelaspekte des synoptischen Befundes lassen problemlos mit der Annahme vereinbaren, dass Matthäus und Lukas ihren gemeinsamen Stoff aus derselben mündlichen Quelle geschöpft haben, wie vor ihnen bereits der Evangelist Markus. Wie vor ihnen bereits der Evangelist Markus, das heißt, auch er geht von einer Markus-Priorität hier aus, aber Markus diente demnach nicht als Vorlage für Lukas und Matthäus, sondern die gemeinsame mündliche Überlieferung sei die Vorlage gewesen. Baum ist damit Vertreter der Traditionshypothese. Eda Linnemann hat sich intensiv mit dem synoptischen Problem auseinandergesetzt, manchmal vielleicht auch zu polemisch. Für sie ist das Ganze ein erfundenes Problem, kein eigentliches Problem. Sie hat auch gewissermaßen recht, dass man vieles einfach nicht anders erzählen kann, weil es den geschichtlichen Fakten entspricht. Aber das Problem ist vielleicht doch ein bisschen komplexer, als sie das hier wahrhaben will. Beobachtungen anhand von Textvergleichen. Ich verweise nochmals auf mein Buch Kontroversen der synoptischen Frage, wo ich dann auf den Seiten 89 bis 108 sechs Texte miteinander vergleiche, farblich dargestellt habe, wie ich das hier im Folgenden auch auszugsweise tue. Die Farben verweisen auf verschiedene Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Wir gehen jetzt einfach auf einzelne Beispiele ein. Ich gehe nicht auf alle Details ein. Es tut mir leid, wenn alles hier auf Griechisch zitiert wird. Es geht nicht anders. Man muss vom griechischen Text ausgehen. Und dann ist es höchst spannend, sehr spannend. Zum ersten Vers hier, da haben wir schon ein Problem, das ich früher besprochen habe im Zusammenhang mit der Einführung in das Markus-Evangelium. Denn bei Matthäus lesen wir hier in dieser Variante vom Nestle-Allan-Text, dass sie Jesus jenseits des Jordans kam in das Land der Gadarener. Bei Markus und Lukas lesen wir nach dieser Textvariante das Land der Gerasener. An allen vier Stellen heißt es allerdings auch in den Textvarianten Land der Gadarener. Beide Textvarianten sind an allen vier Stellen, zweimal bei Lukas, einmal bei Matthäus, einmal bei Markus, gut bezeugt, genauso gut wie Land der Gerasener. Ich bin überzeugt, dass das Land der Gerasener später
so entstanden ist, also dieser Ausdruck, weil Gerasa ab dem 2. Jahrhundert nach Christus eine sehr bekannte römisch-griechische Vorzeigestadt im Nahen Osten war und von daher sehr bekannt war. Das heißt, die Abschreiber konnten den Ort nicht mehr genau zuordnen und haben ihn mit Gadara verwechselt. Im 1. Jahrhundert nach Christus war Gadara eine sehr bedeutende Stadt. Gerasa war dann später einfach noch bedeutender, allein von den Baukonstruktionen her zumindest. Sehr interessant sind hier die Unterschiede oder die Minor Agreements zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus gibt es hier nicht, wie wir sehen. Die werden orange dargestellt, aber es gibt Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Markus gegen Lukas und zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus, grün dargestellt hier. Die Übereinstimmungen zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus und lila dargestellt, die Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Markus gegen Lukas. Und wenn wir allein diese Farben beobachten, dann sehen wir, dass Markus oft zum Teil aus Matthäus in Anführungszeichen übernimmt und dann wiederum aus Lukas. Dass also Matthäus und Lukas miteinander verschmilzt, wie man sagt, das ist ein häufiges, sehr häufiges Phänomen, das zumindest in der deutschsprachigen Einleitungswissenschaft weitgehend ignoriert wird, nur am Rand erwähnt wird. Es gibt sogar eine englischsprachige Doktorarbeit darüber. Ich gehe hier auf einige Beispiele ein, die zeigen, wie komplex das ist, dass Markus oft die Texte von Matthäus und Lukas, ich sag mal, verschmilzt. Man spricht im Englischen Conflations, Verschmelzungen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Wie wir hier sehen, sind die Texte weitgehend übereinstimmend, hier in blauer Farbe dargestellt. Allerdings fällt auf, dass Markus dann hier mit dem Ausdruck Eisten Talasan, das heißt zum Meer, mit Matthäus übereinstimmt und mit dem nächsten Ausdruck dann mit Lukas übereinstimmt. Nicht ganz wörtlich, aber fast wörtlich. Ja, und auch im nächsten Vers gibt es dann Übereinstimmung mit Lukas, hier in Markus 5, Vers 14 und in Vers 17 dann wiederum Übereinstimmung mit Matthäus, hier lila dargestellt, während das Wort Abeltein ein Ausdruck ist, der wortwörtlich hier so bei Lukas vorkommt. Auch hier haben wir gleiches Phänomen im ersten Vers oben bei Markus. In Vers 3 sehen wir, dass er ein Wort mit Matthäus übereinstimmend hat, Paralytikon, das heißt den Gelähmten, während das andere Wörter dann mit Lukas übereinstimmen, zum Beispiel Ferontes, das heißt tragend, oder Diatanochlon wegen der Menge. Und im nächsten Vers oder im Vers 5 stimmt Markus dann wieder weitgehend mit Matthäus überein. Und im nächsten Vers 6 zuerst mal mit Matthäus und dann in Vers 7 auch zum Teil mit einem Wort mit Matthäus, aber weitgehend mit Lukas, hier grün markiert. Mit Matthäus übereinstimmend, hier lila markiert, wie auch immer. Auch hier wiederum sehen wir gleiches Phänomen. Zuerst mal das Kai, das ist unbedeutend, kann man sagen, eine Übereinstimmung zwischen Markus und Matthäus. Epignostan, eine Übereinstimmung zwischen Markus und Lukas, das heißt erkennend oder ti dialogiziste, was überlegt ihr oder denkt ihr, bespricht ihr, folgert ihr, dialogizomai. Eine Übereinstimmung zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus und lila hier wiederum eine Übereinstimmung zwischen Markus
Und Matthäus gegen Lukas, in Vers 11 sehen wir dann wiederum, dass Markus mit den ersten drei Wörtern mit Lukas übereinstimmt gegen Matthäus und dann wiederum mit Matthäus, dann wieder im Vers 12 mit Lukas. In diesem Abschnitt stimmt Markus weitgehend mit Matthäus überein. Es geht um die Berufung von Matthäus bzw. Levi. Jesus beruft ihn in die Nachfolge. Bei Matthäus wird er als Matthäus bezeichnet. Bei Markus und Lukas wird er als Levi bezeichnet, obwohl Markus also weitgehend hier im Wortlaut übereinstimmt mit Matthäus, hat er doch auffallende Übereinstimmung mit Lukas. Hier ist von Levi die Rede. Wir sind schon darauf eingegangen im Zusammenhang mit der Einleitung zum Matthäus-Evangelium. Matthäus hieß offenbar auch Levi, hatte zwei Namen. Das wird unterschiedlich gedeutet. Entweder hatte er von Anfang an zwei Namen oder Jesus hat ihm den Namen Matitia gegeben, was so viel heißt wie Gabe Gottes. Auf Griechisch dann eben Matthäus, Hebräisch Matitia. Auch wenn hier der Jünger, der berufen wird, Levi genannt wird, so erwähnen Markus und Lukas beide sonst immer nur Matthäus. In allen Listen der 12 Apostel erscheint der Name Levi nie, sondern immer nur Matthäus. Also sie wissen offensichtlich auch, dass derjenige, der hier berufen wird, eben Matthäus heißt. Auch hier wiederum gleiches Phänomen, kleine Übereinstimmungen zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus oder dann einige Übereinstimmungen zwischen Markus und Matthäus gegen Lukas. Was hier noch auffällt, wir haben sogenannte Minor Agreements zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus. Der Ausdruck Hoi Pharisaioi gehört dazu. Das heißt, die bei Matthäus lesen wir, dass die Pharisäer sagten, bei Lukas lesen wir, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagten und bei Markus lesen wir, die Schriftgelehrten der Pharisäer sahen und so weiter. Und das Sahen, Idontes, steht wiederum im Einklang mit Matthäus gegen Lukas. Die Schriftgelehrten der Pharisäer scheint eine gewisse Anlehnung an den Ausdruck bei Lukas zu sein, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Oder nachher in Matthäus 9, Vers 12 erscheint das Verb sagen im Aorist, apen. Bei Lukas erscheint es auch im Aorist. Bei Markus steht das stattdessen die Präsensform legei. Ich habe das auch das Phänomen intensiver untersucht. Es ist sehr interessant, das ist typisch für Markus, dass er das sogenannte historische Präsens verwendet, also Erzählpräsens. Ganz typisch für Lukas, während Matthäus abwechselt, mal Aorist, mal Präsens verwendet, aber eben öfters Aorist als Markus. Das historische Präsens eben ganz typisch für Markus. Diesen Abschnitt, da geht es um die Verklärung Jesu. Wir sehen, dass Lukas hier im Wortlaut weitgehend abweicht. Wenn wir genau hinschauen, ergänzt Lukas sehr gut Matthäus und Markus. Aber der Wortlaut bei Matthäus und Markus ist fast identisch, also fast weitgehend identisch, muss man genau sagen. Aber es gibt auch interessante Unterschiede, wo zum Beispiel Markus mit Lukas übereinstimmt gegen Matthäus oder wo Matthäus und Lukas übereinstimmen gegen Markus. Das ist hier orange dargestellt. Das sind allerdings nur kleine Unterschiede, sogenannte Minor Agreements. Ich möchte hier auf den Vers 3 in Matthäus 17 besonders eingehen. Das ist sehr spannend hier. Bei Matthäus heißt Kaido oft, der Autor ist Moises, Kailias, Sylaluntes, Med Autu. Übersetzt heißt es, und erschien ihnen Moses
Mose und Elia, indem sie mit ihm sprachen, sich unterhielten. Was hier auffällt, ist, dass das Verb im Singular steht, es erschien ihnen. Oft steht im Singular, obwohl es zwei Subjekte gibt. Mose und Elia sind Subjekte. Das ist ganz typisch hebräisch alttestamentlich. Zum Beispiel bei Mose heißt es im Alten Testament oft, und Mose sprach und Aaron. Sind also zwei Subjekte, Mose und Aaron. Hauptsubjekt ist Mose und das Verb steht im Singular. Oder Mose oder Aaron sprach und die Priester. Das Verb steht im Singular, obwohl zwei Subjekte erwähnt werden. Ein Subjekt ist Hauptsubjekt und ein zweites wird noch genannt. Gleiches gilt für zum Beispiel für Jesaja 48, Vers 16, wo der kommende Welterlöser, der dort als Jahwe, als Gott vorgestellt wird, dann plötzlich sagt, und Jahwe und sein Geist haben mich gesandt. Das Wort haben mich gesandt steht im Singular, aber Subjekt sind offensichtlich Jahwe und sein Geist. Jahwe sendet Jahwe zusammen mit seinem Geist. Also, das heißt, Matthäus hat hier die hebräische Version, wie so oft bei Matthäus, das Matthäus-Evangelium sehr stark durch die hebräische Sprache geprägt, auch wenn es in dem Sinn ein sauberes Griechisch ist, das ist sehr auffallend. Also, das heißt, hier also auffallend bei Matthäus, das Verb erscheint im Singular. Bei Markus lesen wir, kai oft der Autor ist Elias syn Moisei, kai eson sylaluntis auto. Das heißt, und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie waren mit ihm sich unterhaltend. Ja, Elia ist hier erstes Subjekt. Erscheint hier ebenfalls im Singular, in der Einzahl, aber ja, Elia ist hier nur Subjekt. Es ist kaum wahrscheinlich, dass Matthäus hier von Markus abgeschrieben hat, sondern es ist viel eher wahrscheinlich, dass Markus den Matthäus-Text kannte und ihn leicht angepasst hat, weil es dann eben nicht ganz stimmig ist aus seiner Sicht für die heidnischen, nicht-jüdischen Leser, wenn das Verb im Singular erscheint, wenn es doch zwei Subjekte sind. Bei Lukas heißt es dann in Vers 30 in Lukas 9, Kaidu andes duo synelalulun auto hoitines äsan Moises kai Elias. Und siehe, zwei Männer unterhielten sich im Imperfekt, das heißt über längere Zeit, mit ihm, mit Jesus, welche waren Mose und Elia. Also Lukas schreibt hier ganz sicher, unabhängig grundsätzlich, wir finden da kleine Übereinstimmungen mit Matthäus, aber doch wiederum ganz anders, denn das Verb erscheint hier im Plural und Mose und Elia sind hier nicht Subjekt des Verbes oft, es erschien, sondern sind Subjekt des Verbes äsern. Welche waren Mose und Elia? Und äsern erscheint im Plural, es waren. Ja, nach Matthäus sagt Jesus oder Petrus dann, lasst uns hier, möchte hier drei Hütten bauen. Und bei Markus und Lukas lesen wir die Pluralform, lasst uns hier drei Hütten bauen. Kai Poieso, mein Stadt, Kai Poieso. Ja, auch hier sind die Übereinstimmungen und Nicht-Übereinstimmungen wiederum interessant. Wie wir sehen, erscheint hier das Phänomen, dass Markus zuerst mal mit Lukas übereinstimmt, dann mit beiden und dann mit Matthäus. Und im nächsten Vers vor allem mit Matthäus, dass in einer Formulierung, wo
oder in zwei Formulierungen Lukas und Matthäus gegen Markus übereinstimmen. Und er überschattete sie, die Wolke überschattete sie. Oder Legusa sagend, die Stimme ist gemeint. Christoph Niemand hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, und als ich das Ergebnis gelesen habe, dann habe ich gedacht, das ist ganz typisch Albert Fuchs, und habe dann nachgeschaut im Vorwort und gesehen, dass er bei Albert Fuchs promoviert hat. Also kein Wunder. Er sagt, Deuteromarkus erklärt hier alle Minor Agreements, ja, die wir da kurz angeschaut haben. Ich fasse mich jetzt kurz. Ich verstehe nicht. Wir schauen hier nochmals genau hin. Die Minor Agreements, die hier gemeint sind hier orange markiert. Das sind sogenannte Minor Agreements. Da gibt es doch aber wesentliche Unterschiede wiederum, auch zwischen Matthäus und Lukas, obwohl es kleine Übereinstimmung gibt. Und er meint, Fuchs meint, Deuteromarkus erkläre hier alles. Das kann man nur sagen, wenn man die anderen Übereinstimmungen zwischen Markus und Matthäus gegen Lukas und zwischen Markus und Lukas gegen Matthäus ignoriert, dann kann man das vielleicht behaupten, aber Deuteromarkus erklärt hier überhaupt nichts, würde ich sagen. Den Text hatten wir vorher schon mal einleitend kurz angeschaut, denn die ersten Verse auf jeden Fall. Das sind die kleinen Übereinstimmungen, also der kleine Übereinstimmung, die kleine Übereinstimmung zwischen Lukas und Matthäus hier gegen Markus, und dann die Übereinstimmung von Markus mit Matthäus und die Übereinstimmung von Markus mit Lukas hatten wir vorher besprochen. Es geht unter anderem um das Wort Hysteron später oder bei Markus eben Eschaton. Hysteron bei Matthäus und Lukas. Also wir sehen hier lila dargestellt, dass vieles zwischen Matthäus und Markus übereinstimmt und wenig zwischen Markus und Lukas. Aber doch gibt es einiges. Ich finde diese Stelle auch sehr spannend. Bei Matthäus lesen wir in Matthäus 26, Vers 7, Tede prote ton ad Symon, eltern hoi matetai, to Jesu, am ersten der ungesäuerten Brote, ich übersetze etwa wörtlich, am ersten der ungesäuerten Brote kamen die Jünger zu Jesus und sagten. Das ist ein ganz typischer hebräischer Ausdruck. Am ersten der ungesäuerten Brote, das Fest der ungesäuerten Brote, schließt hier das Passafest mit ein. Das ist auch außer biblischen jüdischen Texten, bei Josephus zum Beispiel, auch manchmal der Fall. Das Fest der ungesäuerten Brote schließt also den 14. Nisan, das Passafest, hier mit ein. Bei Markus heißt es, kai te prote hemeraton ad Symon, ote to pascha etion. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man pflegte, das Passafest zu schlachten. Bei Lukas lesen wir Eltern der Herr Hemera ton Adsymon en Herr Erei Thyestai to Pascha. Und es kam der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passafest schlachten sollte. Oder ja, im Sinn von beständig schlachten sollte oder geschlachtet hat. Das heißt, Markus hat hier eigentlich den Ausdruck Teprote von Matthäus in Anführungszeichen übernommen und dann das Wort von Lukas ergänzt. Er verschmilzt hier also in dem Sinn Matthäus mit Lukas. Das ist auch im letzten Vers der Fall, wo Markus, Matthäus und Lukas miteinander in Anführungszeichen verschmilzt. Auch hier haben wir gleiches Phänomen. Das sehen wir, wenn wir schauen, wo es Übereinstimmungen zwischen Markus und Matthäus gibt und dann vor allem weitgehend im ersten Vers 14 bei Markus.
weitgehende Übereinstimmungen mit Lukas. Das ist hier sehr auffallend. Meistens, sehr oft stimmt Markus weitgehend mit Matthäus überein, aber an dieser Stelle ist anders. Er überstimmt weitgehend mit Lukas überein, im letzten Vers dann wiederum mit Matthäus. Und dabei haben wir es mit einer ganz typischen Matthäus-Formulierung zu tun. Opsias tegenomenos menes, das heißt, als es Abend oder später geworden war. Hier finden wir gleiches Phänomen. Markus verbindet Matthäus-Texte mit Lukas-Texten. Also kann sich da leicht ein Bild machen, auch wenn man das nicht unbedingt lesen kann, kann man sich hier sehr leicht ein Bild machen. Im Mittelabschnitt steht Markus weitgehend in der Übereinstimmung mit Lukas und im letzten Vers wieder mit Matthäus. Auch hier fällt Gleiches auf, wobei der Ausdruck Baptisma Metanoias hier bei Markus und Lukas erscheint. Und dieser Ausdruck ist ganz typisch für Lukas. Er erscheint wiederholt im Lukas-Evangelium. Das heißt, die Taufe der Buße. Matthäus verwendet eher einen hebräischen Ausdruck, die Taufe oder das Getauftwerden zur Buße. Eis Metanoian. Also dieser Ausdruck, die Taufe der Buße, ist ganz typisch für Lukas. Wir finden ihn dann auch noch wiederholt in der Apostelgeschichte. Auch die Verbindung zur Vergebung der Sünden ist ganz typisch für Lukas. Markus stimmt dann anschließend aber weitgehend mit Matthäus überein. Hier haben wir den Ausdruck bei Matthäus, als es aber später oder Abend, ich übersetze etwa wörtlich, als es später oder Abend geworden war. Das ist ein Ausdruck, der erscheint wiederholt bei Matthäus. Er erscheint nur ein einziges Mal bei Markus und kein einziges Mal bei Lukas. Der Ausdruck spät geworden werdend erscheint wiederholt auch bei Markus einige Male. Wobei nicht das der, aber dazwischen steht, sondern entweder ein Kai vorher oder nichts, also ohne de. Das ist ganz typisch für Markus, dass er meistens also mit Kai verbindet, mit und, statt, ich sage mal, mit aber. Aber hier ist die einzige Stelle, wo wir den Ausdruck haben, als es aber später geworden war im Markus-Evangelium. Und zwar die einzige Stelle, aber dieser Ausdruck ist ganz typisch für Matthäus. Also insofern können wir sagen, dass Markus den Ausdruck hier von Matthäus übernommen hatte. Ja, hier haben wir wiederum etwas ein ähnliches Phänomen, kleine Übereinstimmungen und nur zwei Übereinstimmungen zwischen Matthäus und Lukas gegen Markus, wie wir hier anhand der orangen Farbe erkennen können. Es gibt wiederum Verschmelzungen bei Markus zwischen Matthäus und Lukas. Ich nenne sie einfach mal so, weil das Phänomen doch sehr auffallend ist. Also, dass Markus die zwei ergänzt. Komm nochmals kurz auf diese Stelle zurück, die da wie viele andere sehr spannend ist, denn bei Markus heißt es, Opsias de genomenes horti edu ho helios eferon pros auton pantas tus kakos echontas. Als es aber später geworden war, als die Sonne gerade, ich ergänze gerade, als die Sonne dabei war, müsste man genau übersetzen, unterzugehen, brachten sie zu ihm alle Kranken. Matthäus sagt, als die Sonne unterging. Lukas sagt, dynontos de tu helio. Das heißt, als die Sonne unterging. Und Markus verschmilzt beide Ausdrücke von Matthäus und von Lukas, verbindet sie miteinander, also doppelt genäht bei Markus, als aber später geworden war, als die Sonne dabei war, unterzugehen. Eine Formulierung aus Matthäus, eine Formulierung aus Lukas. Und ich erinnere,
Die Formulierung, als es aber später geworden war, haben wir häufig oder einige Male bei Matthäus und nur hier bei Markus. Auch die folgenden Aussagen ist interessant. Die häufigen Krankheiten werden hier genannt bei Markus übereinstimmen mit Lukas, während Markus sich sonst grundsätzlich, ich sag mal, immer an Matthäus anlehnt. Ja, das haben wir besprochen, dann zur sogenannten Akolotie des Markus. Die Frage ist, ob Markus beim Aufbau seines Evangeliums, ob der Aufbau des Markus-Evangeliums von Lukas und Matthäus als Vorlage diente. Das heißt, haben Matthäus und Lukas sich in Bezug auf den Aufbau an Markus angelehnt? Ist Markus also der Nachgefolgte oder ist es nicht vielmehr genau umgekehrt, dass Markus mal Lukas und mal Matthäus nachfolgt beim Aufbau? Wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass Markus entweder beiden nachfolgt, das heißt entweder gleiche Reihenfolge hat oder wenn sie dann abweicht, steht dann die Reihenfolge bei Markus im Einklang mit Matthäus oder mit Lukas und zwar abwechselnd. Das fällt sehr auf. Ich gehe jetzt nicht auf die Einzelheiten ein, wenn ich die Texte hier, die Abschnitte hier blau markiert habe, dann heißt das, dass die Reihenfolge bei Lukas oder bei Matthäus von Markus abweicht. Und das ist wiederholt mal der Fall, wie wir auch hier sehen. Das heißt, bis zu einem gewissen Abschnitt hier in der Mitte, kann man das sehen, folgt Markus sozusagen Matthäus und dann Lukas und umgekehrt. Das ist sehr auffallend. Wenn wir daraus Schlussfolgerungen ziehen wollen, auch hier ist es ganz interessant, wenn wir diese blau markierten Verse anschauen. In meinem Buch gehe ich darauf ein, oder in meinen Büchern gehe ich darauf ein, hier nur ganz kurz, sehr spannend. Wenn wir daraus vorsichtig Schlussfolgerungen ziehen wollen, müssen wir sagen, dass Markus derjenige ist, der sich mal an Matthäus anlehnt, dann an Lukas und dann an beide, aber nicht umgekehrt. Stolt zieht daraus die richtige Schlussfolgerung, meine ich, und er hat das Phänomen auch ordentlich untersucht. Er schreibt, Zitat, das Markus-Evangelium kommt in den beiden anderen Evangelien als geschlossener Erzählungszusammenhang nirgends vor, sondern geht diesen beiden anderen immer nur temporär und partiell in wechselnden Zwischenräumen und durchaus verschiedener Länge parallel, bald ein Stück mit Matthäus, bald ein Stück mit Lukas, bald mit beiden, gelegentlich mit keinem. Sofern nicht gerade alle drei konform gehen, setzt jeweils die Parallelität des einen von ihnen mit Markus aus, sobald die des anderen anfängt. Das ist genau die Beobachtung, die ich auch gemacht habe, die also klar dafür spricht, dass Markus sich hier vom Aufbau her anlehnt und nicht umgekehrt. Riley schreibt dazu, ich zitiere jetzt meine Übersetzung, wenn Matthäus und Lukas bei der Abfolge der Ereignisse auf Markus angewiesen gewesen wären, müssten sie sich gemeinsam darauf geeinigt haben, dies zu tun. Ohne ständige Zusammenarbeit wäre das Ergebnis völlig unmöglich. Dass sie einen solchen Weg eingeschlagen haben, ist unwahrscheinlich. Und deshalb lässt sich die Schlussfolgerung nicht vermeiden, dass die Hypothese, sie seien von Markus abhängig gewesen, nicht aufrechterhalten werden kann. Also wenn Lukas und Matthäus jetzt von Markus wirklich in dem Sinn abhängig sind, dann müssen sie sich abgestimmt haben. Das wird hier zu Recht ausgeschlossen. Ein weiteres Zitat, meine Übersetzung. Wenn wir die unvermeidliche Schlussfolgerung sehen, dass Markus, Matthäus und Lukas benutzt hat, gibt es eine erhellende Konsequenz bei der Wahl der Episoden, mit denen er eine Erzählung fortsetzt, kehrt Markus nie zurück. Er geht immer mit dem Text von Matthäus oder Lukas voran. Das heißt also, beim Aufbau des Markus geht es
vorwärts immer, entweder in der Reihenfolge des Matthäus oder des Lukas. Und das spricht sehr deutlich für die Überzeugung, dass Markus hier sich vom Aufbau her mal an Matthäus, mal an Lukas anwendet. Daraus ziehe ich folgende Schlussfolgerungen. Erstens, die Reihenfolge muss heißen Matthäus, Lukas, dann Markus. So bezeugt es auch die alte Kirche, angefangen von Clemens Alexandrinus. Also zumindest Clemens Alexandrinus setzt voraus, dass Lukas vor Markus schreibt. Als Matthäus erst schreibt, da ist die alte Kirche sehr einheitlich überliefert, und auch die inhaltlichen Vergleiche bezeugen, dass Markus Matthäus und Lukas voraussetzt, und zwar sehr offensichtlich schon die griechische Version des Matthäus-Evangeliums. Das heißt für mich, und zwar schrieb Markus sehr wahrscheinlich zwischen 65 und 68 oder 67 in Rom, Lukas so um 57 bis 59. Und das heißt für mich, dass Matthäus wohl in den 40er Jahren das hebräische Evangelium herausgegeben hat, veröffentlicht hat, und dann in den 50er Jahren wohl spätestens sein Evangelium auch in griechischer Sprache herausgegeben hat. Die Überschriften sind ursprünglich, so hat es Martin Hengel dargelegt, mit ordentlichen Begründungen. Der Name eines Evangeliums gehört zur Schrift von Anfang an dazu. Für die Exegese der neutestamentlichen Exegesen der Evangelien heißt das, dass wir hier nicht so schnell von einer inhaltlichen Abhängigkeit sprechen sollen. Auch Markus ist inhaltlich nicht von den anderen Evangelisten abhängig. Auch wenn er später schreibt, auch wenn er sich anlehnt, er hat sich vielleicht die Evangelien weitgehend eingeprägt, auswendig, und er kannte sie. Markus und Lukas waren zusammen Mitarbeiter des Paulus. Also das heißt, Markus hat Lukas auch sicher persönlich gekannt. Er hat die Evangelien von Matthäus und Lukas sicher gekannt. Er hat sie vielleicht weitgehend auch auswendig gelernt und sich eingeprägt. In seiner Formulierung lehnt er sich an Petrus an, so die alte Kirche. Und es spricht sehr viel dafür, dass das auch eine glaubwürdige Überlieferung ist. Aber schlussendlich ist jeder Evangelist unabhängig von den anderen und sollte in dem Sinn auch unabhängig von den anderen ausgelegt werden, sollten sie ergänzen sich gegenseitig. Das ist ein sehr spannendes Thema, wenn man die griechischen Texte anschaut, dass man dann nicht von Widersprüchen ausgehen muss, sondern als von Ergänzungen, und entsprechend sollte man halt auch genau übersetzen. Also in der Auslegung ist es interessant, wenn wir überlegen, warum betont Matthäus das gegen Markus, gegen Lukas und umgekehrt, warum betonen sie gewisse Aspekte stärker als der andere Evangelist, aber nicht gleich von einer gegenseitigen Abhängigkeit ausgehen, sondern grundsätzlich die Evangelien auch getrennt voneinander in ihrem eigenen Kontext auslegen sollten. Vielen Dank.